Moin, moin, liebe Gäste, seien Sie herzlich willkommen zu Ihrer Webkonferenz mit dem Titel Kapitalmärkte im Inflationszeitalter. Wo stehen wir? Nanu, werden einige von Ihnen sagen, irgendwie kommt uns der Titel nicht ganz unbekannt vor. Ja, das ist völlig korrekt. Ihre Referenten sind nämlich der Meinung, dass dieses spezielle Thema gerade im Moment wieder außerordentlich relevant ist und deshalb haben Sie sich für den gleichen Titel, aber zugleich brandneue Inhalte entschieden. Wir alle dürfen hochgradig gespannt sein, was uns im Einzelnen erwartet. Apropos Referenten, da wäre als erstes Markus Steinbeis, Fondsberater und seit vielen Jahren Geschäftsführer der Münchner Performance-Schmiede Steinbeis und Hecker Vermögensverwaltung GmbH. Und Markus Steinbeis hat sich heute Verstärkung mitgebracht. Joachim Redler, ganz neu bei Steinbeis und Hecker, aber bereits seit vielen Jahren im Asset Management tätig. Auf seinem LinkedIn-Profil ist zu lesen, er wäre Co-Head Multi-Asset und sein Profil-Slogan lautet Vermögen bewahren, Chancen nutzen. Ich selbst bin Thomas Reinhold und von Ihrem Gastgeber D&R Investor Services beauftragt worden, Ihre Konferenz zu organisieren und zu moderieren. Bei Ihrem Gastgeber, dem Donner und Reuschel Geschäftsbereich D&R Investor Services, finden übrigens von Investoren besonders viele kreative Anlagelösungen. Und die von Initiatoren werden mit Rat und Tat bei Ihrem Geschäft unterstützt. So, bevor die beiden Herren jetzt gleich loslegen, sind noch drei Aspekte anzusprechen. Erstens, hier haben Sie etwas Lesestoff. Den üblichen Disclaimer wollen wir Ihnen nämlich nicht vorenthalten. Zweitens, einige von Ihnen, liebe Gäste, sind uns bislang nur am Telefon zugeschaltet. Wenn Sie die Veranstaltung nicht nur hören, sondern die Präsentation und die beiden Referenten auch sehen möchten, dann bleiben Sie bitte am Telefon und wählen sich zusätzlich im Internet in die Konferenz ein. www.csnstart.de, dann Ihr Name und die PIN 238267. Noch einmal www.csnstart.de, Ihr Name und die PIN 238267. Drittens, wenn sich Ihnen während des Vortrags die ein oder andere Frage stellt, kein Problem. Rechts unten auf Ihrem Bildschirm ist dafür nämlich ein Chatfenster. Nur die beiden Herren und ich können Ihre Frage sehen und nach dem Vortrag werden die Fragen beantwortet. Aber, bitte keine Statements in den Chat schreiben. Nur kurze, knackige Fragen. So, nun aber genug der Vorrede, lieber Herr Steinbeis. Jetzt möchten wir alle bitte ganz schnell und ganz genau wissen, wo wir denn aktuell stehen. Was sagen Sie? Ja, guten Morgen, Herr Reinhold. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank zunächst für Ihre Zeit. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Es ist mir eine Ehre, dass wir hier in diesem Rahmen nochmal unsere Sicht der Dinge präsentieren dürfen. Wir hatten das ja schon vor einigen Jahren begonnen, nämlich auf das Thema, ja, tektonische Verschiebung an den Kapitalmärkten hinzuweisen. Das begann 2020. Ich glaube, das erste Webinar in dieser Richtung hatten wir hier 2021 und insofern ist es eine Fortsetzung einer Reihe, die uns sehr, sehr wichtig ist, weil sie wirklich gar nicht groß genug unterstrichen werden kann. Ich muss Sie ein bisschen auf die Folter spannen, Herr Reinhold, um die taktischen Komponenten einschätzen zu können, muss man das große Bild sich nochmal vergegenwärtigen, denn nur so lässt sich eine Standortbestimmung feststellen. Es gibt zwei ganz große Veränderungen, tektonische Veränderungen in der Kapitallandschaft.
Das heißt, wir befinden uns seit 2020, 2021 in einem komplett neuen Investmentumfeld. Größer können die Brüche nicht sein. Ich persönlich, fast alle Kapitalmarktteilnehmer, die heute noch am Kapitalmarkt tätig sind und sich mit den Märkten beschäftigen, haben eine derartige Wende, einen derartigen Umbruch noch nicht erlebt. Ich möchte es gar nicht deutlich ausführen, denn wir hatten das in den letzten Webinaren eben schon mal thematisiert. Letztendlich geht es um einen geldpolitischen Bruch und um einen geopolitischen Bruch. Der geldpolitische, den wir alle jetzt erfahren, ist der Übergang von einer jahrzehntelangen, wirklich jahrzehntelangen Disinflation, begleitet von deflationären Schocks in eine Phase der Inflation, in eine aus unserer Sicht inflationäre Dekade. Und das Ganze wird begleitet von geopolitischen Veränderungen, Verwerfungen. Es entstehen neue Lieferketten, neue Kapitalströme, es entstehen neue Bündnisse. Geopolitische Spannungen nehmen zu, wir erleben das in den Konfliktregionen derzeit. Aber es gibt sukzessive wirtschaftliche Ausprägungen eines Machtkampfs zwischen zwei Systemen, nämlich dem der USA und dem Chinas. Das heißt, wir werden begleitet von Embargos, wir werden begleitet von Sanktionen, wir werden konfrontiert mit Rohstoffknappheiten, wir werden konfrontiert mit strategischen Rohstoffreserven. Wie wir alle wissen, besitzt oder beherrscht der sogenannte globale Süden in etwa 80% der globalen Rohstoffvorkommen. Das ist ein Machtfaktor, das ist ein Verhandlungsfaktor. Und last but not least greift Protektionismus in dieser multipolaren Welt um sich. Das heißt, der Hegemon wird schwächer, zieht sich zurück und es entsteht eine multipolare Umgebung, in der sich Länder, insbesondere aus den früher Emerging Markets bekannten Regionen, heute globaler Süden, versuchen zu emanzipieren. Zu emanzipieren von den USA und zu emanzipieren von deren Währung. Beginnen wir mit dem geldpolitischen Umfeld. Das heißt, wir sind alle gewohnt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Wir sind alle gewohnt, dass Zinsen strukturell fallen, dass Inflationsraten strukturell niedrig sind. Wir sind alle gewohnt, dass wir uns mit deflationären Risiken beschäftigen müssen. Dementsprechend haben wir über Jahrzehnte sichere Häfen gesucht, die genau diesen deflationären bzw. rezessiven Risiken standhalten. Und wir sind eingetaucht in eine Welt, die gekennzeichnet ist von Deglobalisierung, denn wie Sie wissen, wie wir alle wissen, ist die Globalisierung einer der wesentlichen Faktoren für diesen Trend gewesen. Aber dieser Trend beginnt sich zu verkehren. Ich möchte nicht sagen, dass der Film rückwärts läuft, aber die Dividenden der Globalisierung, die über Jahrzehnte lang vereinnahmt wurden, sind verschwunden. Es entsteht Gegenwind, der Rückenwind lässt nach. Es entsteht Windstärke und es entsteht Gegenwind. Denn das sogenannte Reshoring, die Regionalisierung von Lieferketten, hat natürlich Preiseffekte. Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob Unternehmen in allen voran in China günstige Produktionsbedingungen nutzen oder ob sie regional wieder ihre Produkte produzieren. Das hat inflationäre Konsequenzen. Das hatten wir im letzten Webinar auch dargestellt. Kurzum, das Ganze führt zu steigenden Zinsen. Das Ganze wird begleitet von sukzessiv stabilen und steigenden Rohstoffpreisen. Und insofern wagen wir die Prognose, dass das Inflationsziel der Notenbanken, das wir alle kennen, dass in etwa bei 2% liegt, zumindest was die meisten Notenbanken angeht, wird eher zur Untergrenze und nicht zur Obergrenze. Der Beginn dieses inflationären Zeitalters kann gar nicht groß genug eingeschätzt werden, weil die disinflationäre Phase eben einen derart langen Zeitraum beansprucht hat. Und dieser derart lange Zeitraum war nicht begleitet von Gegenbewegungen, sondern das war eine Einbahnstraße. Und demzufolge sind die Ungleichgewichte an den Kapitalmärkten gewaltig. Und ich werde gleich nochmal näher darauf eingehen. Die Ursachen der
Inflation, und das ist natürlich einer der wesentlichen Pfeiler unserer Argumentation. Die Ursachen für die Inflation sind nicht zyklischer Art, wie es von weiten Teilen der Politik, aber auch in Notenbanken lange deklariert wurde, sondern das sind strukturelle Inflationstreiber, die sich mit den 3Ds relativ schnell eingrenzen lassen, nämlich Deglobalisierung, bereits angedeutet, Demografie, habe ich überhaupt die Fachkräfte, diese Produktionsprozesse wieder zurückzuholen? Nein, ich habe sie nicht. Das gibt Pricing Power für die Arbeitnehmerschaft. Der Produktionsfaktor Arbeit bekommt mehr Macht. Wir sehen es an den Löhnen, an den Lohnentwicklungen. Und das dritte D ist die Dekarbonisierung. Das heißt, die steigenden Energiepreise, die entsprechende Umlagen und Auflagen haben Preiseffekte. Wir sind, und das ist insbesondere eine Geschichte des Westens, der Industrieländer, wir sind weite Teile des Weges gegangen, des erfolgreichen Weges in der Produktivität, in dem aus einer Einheit Energie möglichst viel Wachstum generiert wurde. Das heißt, Ziel war es, aus einer Einheit Energie möglichst viel Wachstum zu generieren. Weite Teile des Westens, in Teilen der USA, aber vor allem in Europa, verkehren diesen Weg. Und das hat Preiseffekte, wie wir alle wissen. Ja, und dann gibt es noch die Begleiterscheinungen, die Rohstoffpreise haben angedeutet, die Sozialpolitik, man versucht sich Wählerschaften zu kaufen. Wir erleben das gerade in beeindruckender Art und Weise in den USA. Das heißt, es gibt zunehmende staatliche Eingriffe, Umverteilungen auch in Europa und kurzum, es wird Geld ausgegeben, das nicht vorhanden ist. Das hat Konsequenzen für den Kapitalmarkt, das hat Konsequenzen für uns Anleger. Das heißt, ein deflationäres, disinflationäres Umfeld erfordert eine ganz andere Vorgehensweise als ein inflationäres. Das dürfte für Sie in keinster Weise Neuigkeit bedeuten. Darum werde ich relativ schnell über dieses Thema hinweggehen und nur punktuell einzelne Punkte hervorheben. Minimierung von Cashbeständen, Minimierung von nominellen Anlagen ist eine Selbstverständlichkeit. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist das traditionelle Balance-Mandat, das 60-40, sogenannte 60-40-Portfolio, ist das noch State of the Art? Ich würde sagen, nein. Denn diese Vorgehensweise basiert auf der Grundannahme, dass Anleihen und Aktien negativ korreliert sind. Und Sie können in die Geschichte sehen, in unsere eigene, aber auch in die Geschichte anderer Länder, insbesondere Lateinamerika, dann werden Sie feststellen, dass diese Korrelation natürlich nicht funktioniert. Und der erste Warnschuss, den wir alle bekommen haben, den der Kapitalmarkt bekommen hat, war das Jahr 2022 mit einer ersten Inflationswelle. Das war einer der schlechtesten Jahre dieses sogenannten 60-40-Portfolios, 60 Aktien, 40 Anleihen, in der Nachkriegsgeschichte. Aber das ist durchaus typisch. Der Bondmarkt ist in dieser Phase kein Inflationsschutz mehr. Es sind andere sichere Häfen anzusteuern. Es sind andere Maßnahmen zu ergreifen, um sich zu diversifizieren, um letztendlich eine Rendite zu erwirtschaften, die von der Risikoneigung erträglich ist. Das heißt, Reduzierung nominaler Anlagen zugunsten Sachwerten, Beimischung von Rohstoffen, Fokus auf Value in der Aktienanalyse, neben Value Bilanzqualität, neben Bilanzqualität Preissetzungsmacht. Und es geht nicht nur um die Diversifikation innerhalb der Anlageklassen, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Diversifikation im Währungsbereich. Hartwährungen sind zu integrieren. Wir leben in einem Währungsraum, der sicherlich nicht in den Hartwährungsbereich fällt. Und insofern ist hier Diversifikation angesagt. Mit anderen Worten, um es abzusichern, eine Absicherung gegen Deflation, die wir alle gewohnt sind, sieht anders aus als eine Absicherung gegen Inflation. Die sicheren Häfen, die Safe Havens, haben sich verändert. Die stabilen Anker in einem Portfolio finden wir nicht mehr im Bondmarkt, sondern finden wir in anderen Anleiheklassen, im Edelmetallbereich, im Energiebereich,
im Rohstoffbereich. Das heißt, wir müssen alle unsere Köpfe bringen, dass wir die Safe Havens ansteuern, die wir in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten gemieden haben. Und das, diesen Schalter in den Köpfen umzulegen, diese Anomalie der letzten 30, 40 Jahre aus unserem Gedächtnis zu bringen, das wird eine ganz, ganz große Herausforderung sein, die wir uns in den nächsten Jahren, in dieser Dekade stellen müssen. Denn eines ist auch klar, in der Zeit, in der wir agiert haben, wir müssen uns immer behaupten gegen Deflation, gegen Disinflation. Diese Zeit ist in der Wirtschaftsgeschichte eine Anomalie. Das gab es in der Form noch nie. Und insofern ist der Strukturbruch ein gewaltiger. Wir haben uns mal angesehen, hier ist mal übernommen, dass sich Favoriten an den Kapitalmärkten auch sehr schnell ändern. Wichtig ist das 1980er Thema. Das heißt, auf der linken Spalte sehen Sie die wertvollsten Unternehmen nach der großen Inflationsphase der 1970er Jahre. Sie werden feststellen und stellen fest, dass das sehr stark geprägt ist von Rohstoffunternehmen, die in den nachfolgenden Dekaden nahezu keine Rolle mehr spielen. Und wie stark der Bogen gespannt ist, zeigt Ihnen auch, wenn Sie auf den Standard & Poor's 500 sehen. Die sogenannten inflationsgeschützten Sektoren, also die sogenannten Real Asset nahen Sektoren, nämlich Energy, Materials, sprich Rohstoffe, und Industrials, also Industriewerte, die machten Anfang der 1980er Jahre nach der Inflation über 50% des S&Ps aus. Das heißt, deren Indexgewicht war in Summe über 50% des Index. Wenn Sie heute drauf schauen, dann werden Sie feststellen, dass Sie nicht mal mehr 15. Mit anderen Worten, hier haben Sie einen Beleg dafür, wie extrem stark sich Unternehmensbewertungen in Segmenten verändert haben. Und eines ist auch klar, die Konsequenz dieser Feststellung, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Konsequenz dieser Feststellung ist, dass egal welchen großen Aktienindex Sie sich auch ansehen, Sie haben es mit einem Growth-Index zu tun. Das heißt, 40 Jahre Disinflation, 40 Jahre Zinsrückgang hat die Zielrichtung Growth und nachfolgend die Sektoren Technologie, Kommunikation in ein gigantisches Bewertungsumfeld gelegt. Und dieses Bewertungsumfeld führt natürlich zu Indexgewichten. Und wenn Sie heute indexnah investieren, über ETFs oder über benchmarknahe aktive Allokationen, werden Sie unweigerlich einen gewaltigen Wachstumsbias haben, der in einem disinflationären Umfeld zu bevorzugen ist, so waren wir ja auch über Jahrzehnte unterwegs, der aber in einem inflationären Umfeld sicherlich nicht zu den gewünschten Zielen führen wird. Oder mit anderen Worten, die Gewinner der letzten 20, 30 Jahre auf Unternehmensebene, auf Sektorebene, auf Anlagenklassenebene dürften in keinster Weise zu den großen Profiteuren in dieser Dekade zählen. Es wird einen Shift geben, ähnlich wie in den 80er Jahren, ähnlich wie in den 1950er Jahren in den USA, ähnlich wie in vielen anderen Inflationszyklen, die wir in der Historie beobachten konnten. Inwieweit die Bewertungen und die Vorlieben sich zugunsten dieses Wachstumssegments, zugunsten der Anleihen, zugunsten der Zinssensitivität gewandelt haben, sehen Sie hier, das sind Aufstellungen der Bank of America. Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, Sie können das in Ruhe mehr ansehen. Letztendlich haben die Analysten auf der linken Seite hier im linken Chart sogenannte Deflation Assets definiert und Inflation Assets. Die einen sind nominal orientiert, die anderen sind natürlich real- oder sachwertorientiert. Da sehen Sie die Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten. Und auf der rechten Seite das Ganze auch in adäquater Darstellung Real Assets gegen Financial Assets. Mit anderen Worten, das spiegelt das wider, was ich Ihnen vorhin über den S&P 500 dargelegt habe. Das ist letztendlich eine andere Darstellungsform dieses Phänomens. Das Ganze soll nur zeigen, dass der Bogen unwahrscheinlich stark gespannt ist. Anleger sind in weiten Teilen in Wachstumsaktien überinvestiert, in Anleihen überinvestiert, in zinssensitiven Anleiheklassen wie Immobilien überinvestiert. Und
Strukturbrüche, Regimewechsel wie dieser nach einer so langen Phase der Disinflation sind dazu angetan, neue Vermögen zu schaffen und alte zu schädigen. Das wird auch dieses Mal nicht anders sein. Und lassen Sie mich noch den Einwurf bringen, sich gegen Inflation zu schützen in dieser Phase und den Pfad des Value-Investings zu folgen, widerspricht sich nicht. Denn Sie müssen jetzt nicht in den sauren Apfel beißen, und um sich inflationsmäßig sicher aufzustellen, in den sauren Apfel zu beißen, meine ich in dem Sinne, dass Sie Assets kaufen, die überteuert sind, die unattraktiv sind. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Ein Value-Investor wird automatisch auf, und das sind wir, wird automatisch auf Unternehmen, auf Sektoren stoßen, die heute als inflationsresistent zu bezeichnen sind, weil die Bewertungen über die letzten Jahrzehnte auf ein Maß geschrumpft sind, sowohl in absoluten Terms als auch in relativen Terms, was es unwahrscheinlich attraktiv macht, sich hier zu positionieren. Das heißt, Inflation ist für uns, insbesondere in Mitteleuropa, allen voran in Deutschland, immer so ein Risikofaktor, ein Schreckgespenst. Es ist es nicht. Es ist für uns Anleger eine gigantische Chance. Es bieten sich sehr, sehr viele attraktive Opportunitäten. Und es ist gesamtwirtschaftlich vor dem Hintergrund einer exorbitanten Verschuldung weltweit die einzige Chance, die Schuldenquoten stabil zu halten. Jetzt lassen Sie mich kurz noch auf die geopolitische Seite eingehen. Es entstehen neue Bündnisse. Die multilateralen Organisationen treten in den Hintergrund. Das beste Beispiel sind Staatenbunde wie BRICS Plus, die in sich sehr heterogen sind, mit unterschiedlichsten Interessen. Schauen Sie sich nur Indien und China an, die Grenzstreitigkeiten, auch militärischer Art. Aber sie alle ein Ziel, schon über Jahre und in den letzten 2, 3 Jahren mit hoher Intensität, sie eint ein Ziel, sich zu emanzipieren und vor allem zu emanzipieren zur USA und der Reservewährung US-Dollar. Die G7-Staaten haben an Macht verloren. G7 steht heute nur noch für 44% der Weltwirtschaft. Das war 2007, 2008 noch doppelt so hoch. Oder wenn sie das Kaufkraft gewichtet, was meines Erachtens nach meinem Kenntnisstand bessere Darstellungsform ist, der sogenannte globale Süden steht für 70% der Weltwirtschaft, der Westen, der sogenannte Westen, nur noch für 30%. Das sind Verschiebungen, die sind unfassbar. Wir kämpfen derzeit mit China und deren Überkapazitäten. Ich sage das in Anführungsstrichen. Das heißt, China hat sich aus dem Nichts zum größten Autoexporteur der Welt gewandelt. Der Westen reagiert, und jetzt bin ich beim Stichwort Deglobalisierung, der Westen reagiert, wie er immer reagiert, mit Embargos, mit Sanktionen. Das heißt, er dreht das Rad der Globalisierung zurück. Und insofern ist es uns schleierhaft, wie wir den Weg der Sanktionen, der Zölle, der Embargos weitergehen wollen und gleichzeitig erfolgreich die Inflation bekämpfen wollen. Das wird ein ganz, ganz schwieriger Spagat, der nur schwer zu vollziehen ist. Inflation ist per se kein Thema, werden Sie sagen. Dafür gibt es die Notenbanken und die können das bekämpfen. Das haben Sie in der Historie auch getan. Nur ist es ein Unterschied, ob Sie als Notenbank in den USA, die Fed, ob Sie die Inflation in den 70er Jahren bekämpfen, bei einer Schuldenquote von 30%, oder ob Sie derzeit mit Schuldenquoten von 130% agieren müssen. Das heißt, der Werkzeugkasten, der geldpolitische Werkzeugkasten ist relativ leer. Wir sehen zwei Bemühungen momentan. Das eine ist das sogenannte Quantitative Tightening. Die Notenbankbilanzen schrumpfen. Sie sehen oben rechts die Bilanz der Fed, unten rechts die EZB-Bilanz, ein ähnliches Muster. Wir wissen, dass in der Vergangenheit, im vierten Quartal, vor allem 2018, ein Liquiditätsentzug zu schweren Verwerfungen geführt hat. Bislang ist das ausgeblieben. Aber die Möglichkeiten, weiter in diese Richtung zu gehen, sind aus unserer Sicht sehr, sehr eingeschränkt. Das ist natürlich
dem geschuldet, dass die Schuldenquoten und vor allem die nominale Verschuldung der Industrieländer, hier plakativ der USA, sich massiv nach oben bewegt haben. Die Amerikaner haben bis zur Finanzkrise 2007, 2008 in der Geschichte, in ihrer gesamten Geschichte, 7 Billionen US-Dollar an Schulden angehäuft. Wir sind heute bei 35, das sehen Sie oben rechts. Es funktioniert so lange und ohne Probleme, solange die Zinsen stetig sinken und die Zinsbelastung dadurch eingeschränkt bleibt oder nicht vorhanden ist. Wir sind jetzt in einer Phase mit den Zinserhöhungen, mit den Zinsanstiegen am langen Ende der Strukturkurve, dass sich die Zinsbelastungen erhöhen, sind sie unten rechts, und das wird sich weiter in die Strukturen fressen. Die niedrigverzinslichen Anleihen laufen aus und werden durch hochverzinsliche Anleihen ersetzt werden müssen. Und wenn Sie Budgetdefizite fahren, weltweit in dem Ausmaß, in dem wir das in Friedenszeit noch nie erlebt haben, Beispiel USA 7-8%, Länder in Europa wie Frankreich mit 5%, so ist das ein Weg, der weiter vorgezeichnet ist. Und wenn wir in den USA bleiben, das Congressional Budget Office, ein überparteiliches Gremium für die Finanzplanung in den USA, hat kürzlich ihre Prognosen für die kommenden 10 Jahre veröffentlicht, und die da lauten Budgetdefizite im Schnitt von 5%. Das heißt, die Kurve oben rechts wird weiterhin von links unten nach rechts oben laufen, mit entsprechenden Konsequenzen. Und somit steigt die Belastung und sinkt gleichzeitig der politische Gestaltungsspielraum. In den USA werden mittlerweile in etwa 30% der Steuereinnahmen für den Zinsdienst verwendet. Auch hier Tendenz steigen. Und jetzt kommt der Sprung zur Geopolitik. Wie eingangs erwähnt, die zwei Strukturbrüche, geldpolitisch und geopolitisch, sind für sich separat zu betrachten, aber sie haben eine sehr, sehr große Schnittmenge. Das heißt, wir stellen uns die Frage, wer die westliche Schuld in den nächsten Jahren finanzieren soll. Die größten Gläubiger halten sich zurück. Rückblickend betrachtet war das Einfrieren der russischen Devisenreserven, ich sage das völlig ohne moralische Hintergedanken, das Einfrieren der russischen Devisenreserven war der letzte Weckruf für die großen Gläubigerländer, der letzte Weckruf, ihre Devisenreserven neu zu strukturieren. Diesen Trend sehen wir schon seit einigen Jahren. Links sehen wir den Anteil des US-Dollars an den globalen Devisenreserven. Aber die Dynamik hat mit dieser Entscheidung an Gewicht gewonnen. Auf der rechten Seite sehen Sie die chinesischen Devisenreserven. Das waren 2013, 2014 mal 1,3 Billionen US-Dollar. Es sind heute ungefähr 770 Milliarden US-Dollar. Man wird sich die Frage stellen müssen, wenn die großen Überschussländer dieser Welt, Russland, der Mittlere Nahen Osten, China, wenn diese Länder nicht mehr bereit sind, ihre Devisenreserven so zu strukturieren, dass sie europäische und US-amerikanische Staatsanleihen werden, dann werden wir uns nach einem anderen Käufer umsehen müssen. Und da wird es aus unserer Sicht nur einen geben, das werden die Notenbanken. Das heißt, die Monetarisierung wird weitergehen und wird neue Dynamik bekommen. Denn wenn Sie Interviews, wenn Sie Kommentare von Ländern wie Brasilien, nach dem Mittleren Nahen Osten, Indien, China verfolgen, dann werden Sie unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass hier die alte Welt nicht mehr oder nur schwer wiederbelebbar sein wird. Denn das Credo, das hier zu hören ist, ist ungefähr dermaßen, dass die Sorge besteht, dass immer wenn wir als diese Länder, wenn wir uns nicht so verhalten, wie es dem Hegemon gefällt, laufen wir Gefahr, dass wir in partiellen Teilen unserer Devisenreserven beschnitten oder vielleicht gar enteignet werden. Und das ist eben das Thema, das uns massiv umtreibt. Zum einen der Inflationszyklus und in Kombination mit den geopolitischen Veränderungen, die ein völlig neues Denken im Hinblick auf die Kapitalanlage vonnöten macht. So, und jetzt, Herr Reinhold, endlich, jetzt habe ich den Mund vollgenommen und viel Zeit beansprucht.
Jetzt komme ich zur Aktualität. Wir hatten es in den letzten Webinaren auch angedeutet, Inflationsphasen verlaufen nicht linear. Da können Sie viele Beispiele der Historie heranziehen. Inflationsphasen verlaufen in Zyklen. Wir haben Ihnen mal aus unseren Breiten, aus dem sogenannten Westen, zwei Inflationszyklen mitgebracht. Oben rechts finden Sie die 40er und 50er Jahre der USA. Die schwarze Linie ist der sogenannte Warenkorb, der Preisindex. Das Charakteristikum einer Inflationsphase ist, dass der Preisindex strukturell steigt, aber in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Insofern unterlaufen die Inflationsraten deutliche Zyklen. Das heißt, das wellenförmige Muster klar zu erkennen. Auf der unteren Grafik die 1970er Jahre in Gold angetragen und in Schwarz die derzeitige Entwicklung. Das heißt, auch hier sehen Sie die Wellenlinien. Auch hier sehen Sie schwere Zyklen. Und wir befinden uns jetzt eben in einem seit vielen Monaten in einem disinflationären Zyklus. Wir hatten das, glaube ich, im letzten Webinar auch argumentiert, dass wir das erwarten. Was durchaus nicht untypisch ist, keine große Prognoseleistung. Und diese Bewegung sinkender Inflationsraten, die Hoffnung auf Zinssenkungen, diese Bewegung setzt so die alten Verhaltensmuster an den Kapitalmärkten frei. Aber nur temporär. Das heißt, Wachstumswerte kommen an Bord. Der Nasdaq, der 2022 50% verloren hat, erlebt eine Renaissance. Mit anderen Worten, dieser disinflationäre Zyklus in einem übergeordneten inflationären Trend schafft kurzfristig ein anderes Investmentumfeld. Aber das ist von temporärer Natur. Und wir stehen heute an dem Punkt, wann beginnt die zweite Welle. Und ich darf weiterleiten an meinen Kollegen Joachim Redler an diesem Punkt. Denn auch wir haben keine Glaskugel, auch wir haben kein 100%-Szenario, sondern wir bieten Ihnen zwei Szenarien an. Nämlich das eine, der disinflationäre Trend setzt sich noch einige Monate fort, kann sogar teils deflationär werden. Gucken Sie nach oben, die 1950er Jahre hatten auch diese Episoden, bevor die nächste Welle startet. Das ist das Szenario 1, das wir höher gewichten als das Szenario 2, das sogenannte Higher for Longer. Wir drehen jetzt sofort. Beide Szenarien haben ihre Argumente. Aber der Grundsatz bleibt. Der Grundsatz in disinflationären Episoden muss immer der sein. Inwieweit bin ich bereit, meinen Inflationsschutz aufzugeben? Oder zu welchem Ausmaß bin ich als Anleger bereit, den Inflationsschutz aufzugeben oder zu reduzieren? Das ist die Frage. Die Inflationsausrichtung muss strukturell vorhanden sein. Und das ist eine völlig andere Aufgabenstellung, als wir sie aus unserer beruflichen bisherigen Laufbahn kennen. Das heißt, die Inflationshedges, Energie, Rohstoffe, Edelmetalle sind immer im Auge und im Hinterkopf zu behalten. So, jetzt darf ich übergeben. Auch jetzt wird es aktueller. Die Historie und der große Rahmen ist abgesteckt. Joachim, bitte an dich. Ja, herzlichen Dank, Markus. Und auch von meiner Seite schönen guten Morgen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Anbetracht der Zeit und vor allem in Anbetracht der vielen Fragen, die bereits reingekommen sind, werde ich versuchen, die Fragen in die Präsentation zu verarbeiten. Markus, ich würde dich bitten, dein Mikrofon auf stumm zu schalten, denn ich höre hier eine Rückkopplung. Ich denke, an dieser Stelle ein kurzes Zwischenfazit zu dem Vorhergesagten. Man kann also festhalten, dass die starren 40-60 Produkte oder 50-50 Produkte in der Form in Zukunft nicht mehr funktionieren werden, vor allem wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation in den kommenden Jahren wieder anziehen wird. Entsprechend ist aktives Management in den kommenden Jahren sehr entscheidend, aber es ist auch sehr entscheidend, nicht nur die aktive Gestaltung der Aktienquote oder Anleihenquote zu steuern,
sondern auch die geografische und vor allem die sektorale Ausrichtung. Also sprich, innerhalb von Inflationswellen, womöglich eher auf den Zyklikern unterwegs zu sein und weniger auf den Technologie- und Wachstumswerten, welche in Inflationswellen, wenn dann eben die Zinsen steigen, womöglich eher Schaden davon tragen werden. Wie Markus bereits gesagt hat, unsere strategische Ausrichtung lautet ganz klar auf Inflation. Wir erwarten in den kommenden Jahren eben diese zweite Inflationswelle und haben natürlich hier als Sachwerte und Rohstoffhaus, ja, das ist so in gewisser Weise unsere Spezialität, einen gewissen Schwerpunkt. Kommen wir nun eine Stufe weiter runter, also sprich von der strategischen Asset Allocation zur dynamischen Asset Allocation, also ein kürzerer Blick auf der Zeitachse. So haben wir hier die von Markus bereits angerissenen zwei Hauptszenarien herausgearbeitet. Das erste Szenario mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 70% circa prognostiziert eben die Fortsetzung des Status quo, also aktueller Trend setzt sich fort, Inflation normalisiert sich ein Stück weit, entsprechend können die Zentralbanken zumindest in einem Zwischenschritt die Leitzinsen senken. Dieses Umfeld wäre positiv für Aktien und natürlich insbesondere Wachstums- und Technologiewerte, Unternehmensanleihen und natürlich auch Schwellenländeranleihen, da in diesem Szenario höchstwahrscheinlich der US-Dollar schwächer gehen sollte. Andere zinssensitive Anlagen, welche wir derzeit im Substanzwertefonds allokiert haben, wären die Immobilien, welche wir über hauptsächlich europäische Immobilientitel und REITs abbilden. Das zweite, etwas unwahrscheinlichere Szenario mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 30% wäre ein unmittelbarer Anstieg heute für die nächsten Quartale der Inflationsraten. Das natürlich zum einen getrieben durch geopolitische Krisen und Herausforderungen und letztendlich auch durch einen Anstieg der Nachfrage aus den Volkswirtschaften, in denen wir derzeit zum Teil aggressive Fiskalpolitik sehen. Und die aggressive Fiskalpolitik, welche wir vor allem in den USA sehen derzeit, wird in letzter Konsequenz die Nachfrage ankurbeln, was letztendlich dann auch inflationstreibend ist. Das würde dann zu einem Anstieg der Zinsen führen, was hauptsächlich negativ für die Staatsanleihen der Industrieländer wäre und gleichzeitig positiv für zyklische Aktien oder Unternehmensanleihen aus zyklischen Sektoren beziehungsweise aus Rohstoffsektoren und natürlich in letzter Konsequenz die Rohstoffe an sich würden in diesem Szenario unterstützt sein. Der Substanzwertefonds zeichnet sich durch klare Schwerpunkte aus. Natürlich, unser Hauptziel ist der Schutz vor Inflation, wobei wir mittel- bis langfristig positive Renditen oberhalb der Euroland-Inflation anstreben und das unabhängig von der aktuellen Konjunkturphase. Unser Ansatz ist ein wertorientierter, also ein Value-Ansatz. Das heißt, wir suchen konsequent nach unterbewerteten Anlagen, unterbewerteten Aktien und Anleihen. Dabei nutzen wir ein Anlageuniversum, das qua Definition einen gewissen Inflationsschutz bietet, also globale Inflation-Linker, Aktien, globale Aktien mit Sachwertebezug. Die Rohstoffe sind hier aufgeführt, Direktinvestments via EPCs und natürlich auch Immobilienanlagen. Gleichzeitig die Diversifikation innerhalb des Portfolios relativ wichtig. Also wir achten hier darauf, dass die Streuung der einzelnen Anlagen möglichst breit ist und entsprechend die Konzentration in die eine oder andere Richtung nicht überhand nimmt. Entsprechend auch die Flexibilität. Wir können die Aktienquote relativ schnell anpassen. Derzeit sind wir bei 70% Aktien. Das heißt, um hier die Frage zu beantworten, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz im Chat zurück. Deshalb die Frage, mehr Aktien oder Anleihen? Aktuell definitiv mehr Aktien. Wir sind an der Oberkante unseres Möglichen auf der Aktienseite in der Aktienallokation circa bei 70%. Aber hier ist auch wichtig, wie gesagt, sektorale Ausrichtung und geografische Ausrichtung nicht zu vergessen. Ich denke, auf dieser Folie sind besonders zwei Punkte von Bedeutung. Warum Substanzwerte
und die Hauptunterscheidungsmerkmale im Vergleich zu den anderen klassischen Mischformprodukten, die Sie alle kennen. Nun, also warum Substanzwerte? Ich denke, das wäre sehr schnell abgearbeitet mit dem Satz, ja, aufgrund unserer Inflationserwartung. Ich gebe Ihnen hier drei Kernpunkte. Wir haben in den letzten Jahren eine massive Ausweitung der globalen Geldmenge erlebt, insbesondere infolge der Corona-Pandemie. Dieses Geld ist immer noch im System und ist per se inflationsfördernd, auch wenn die Zentralbanken in den letzten Jahren, vor allem im Jahr 2022, dem entgegengesteuert haben und durch die erhöhten Zinssätze auch die Geldmenge bzw. die Umlaufgeschwindigkeit etwas reduziert haben. Oft wird übersehen, das ist ein wichtiger Punkt, dass vor allem in den Industrienationen derzeit eine aggressive Fiskalpolitik gefahren wird, was letztendlich den Konsum ankurbelt und in letzter Konsequenz ein inflationsfördernder Faktor ist. Gleichzeitig passiert das auf Grundlage von einer stark ansteigenden Verschuldung. Nationen, die stark verschuldet sind, haben Interesse daran, ihre Schulden wegzuinflationieren. Entsprechend werden sie nicht sofort intervenieren, wenn die Inflation wieder von niedrigeren oder normalisierten Niveaus anspringt. Wie Markus bereits gesagt hat, die Target-Inflationsgrößen 2% innerhalb unserer Breiten und auch in den USA werden in den kommenden Dekaden womöglich eher die untere Bandbreite sein. In letzter Konsequenz erhöht die Nachfrage aus den fiskalischen Paketen, aber auch aus der Elektrifizierung der Volkswirtschaften, führt natürlich zu gewissen Nachfragen auf der Rohstoffseite. Hier treffen erhöhte Nachfrage auf teilweise Angebotsknappheiten, hier besonders im Bergbausegment, wo in den letzten zwei Dekaden sehr, sehr wenig investiert wurde in neue Förderkapazitäten bzw. in neue Projekte. Kommen wir nun zu den Hauptunterscheidungsmerkmalen, zu einem klassischen Mischfonds. Da würde ich sagen, die Ausrichtung auf Sachwerte, wie bereits gesagt, das ist die Spezialität unseres Hauses. Dann der definitiv höhere Anteil an Rohstoffen bzw. an alternativen Anlageklassen, entsprechend der Anleihenanteil unterrepräsentiert. Und hier nochmal der Link zu der Frage, mehr Aktien oder mehr Anleihen, definitiv mehr Aktien, um es kurz zu beantworten. Wir haben keine Benchmark-Orientierung und wir sind äußerst flexibel in der Steuerung. Zur Investmentphilosophie, hier die drei Kernpunkte. Wir folgen einem, wie gesagt, wertorientierten Value-Ansatz. Wir haben eine flexible Multi-Asset-Strategie und natürlich sind wir der festen Überzeugung, dass eine Synthese zwischen Top-Down, also makroökonomischer Analyse und Einzeltitelbewertung für unser Mandat, dem Substanzwert, eine ideale Kombination darstellt. Diese Folie im Anbetracht der Zeit ist im Endeffekt eine Repetition. Sie können ein Portfolio nur auf einem guten Fundament bauen, welches aus sachwertnahen Aktien besteht, Rohstoffen, Inflation-Linkern und Immobilien, um dadurch eben in inflationären Zeiten robust die Gefahren zu umschiffen. Kommen wir zur Positionierung. Diese möchten wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. In der oberen rechten Grafik, in dem oberen rechten Kreisdiagramm sehen Sie die Allokation über die Anlageklassen. 69% Aktien, 13% Rohstoffe und Edelmetalle. In der aktuellen Phase sind diese 13% rein Edelmetalle und 18% globale Anleihen bzw. verfügbare Kasse. Im unteren Kreisdiagramm sehen Sie die Währungsallokation. Sie sehen hier tatsächlich, dass wir relativ breit gestreut sind. Wir haben keine Währung über 20% allokiert, unter anderem den US-Dollar genau bei 20%, 13% der kanadische Dollar. Dem stehen gegenüber die Emerging Markets, also die Gruppe der Fremdwährungen aus Emerging Markets mit 12% und die Edelmetalle eben auch mit 12%, welche von einer Abwertung des US-Dollars profitieren würden. Also dahingehend das Portfolio relativ ausbalanciert. Das Tableau auf der linken Seite ist thematisch angeordnet. Sie sehen
aus den 70% Substanz, aus den 70% Aktien haben wir 35% Substanzaktien, welche hauptsächlich aus dem Bereich zyklische Substanzaktien kommen. Da sei zu nennen eine Frontline, eine norwegische, norwegisches Marinefahrtunternehmen, also sprich Transportbereich, Edelmetalle, Rohstoffe. Hier tatsächlich 41% der Quote haben wir im zweiten Halbjahr 23 sehr dynamisch angehoben. Die 41% sind hauptsächlich zurückzuführen auf Rohstoffaktien, unter anderem eine Shell oder ein Kupferminenbetreiber, die Southern Copper, dann die Edelmetalle, ein Agnico Eagle und Wheaton Precious Metals unter anderem. Das wären die Goldminen und dann die reinen Investments 13% in die Edelmetalle. Immobilien 7%, hier hauptsächlich europäische Immobilientitel und hier wiederum hauptsächlich der Fokus auf Wohnimmobilien und weniger auf Commercial. Das ist letztendlich auch der Thematik Homeoffice und Brick-and-Mortar-Sales, also sprich Online-Handel versus normale Kaufpassagen. Käufe geschuldet. Anleihen und Cash 17%, Währungsanleihen davon 11%. Da wäre eine Anleihe zu nennen, unter anderem die mexikanische Staatsanleihe, Laufzeit 26. Springen wir eine Folie weiter zur vollständigen Transparenz. Hier auch die Vorpreisperformance seit Auflage 2017, im April 2017. Drei Punkte, die ich hervorheben möchte. Corona-Pandemie 2020 innerhalb von einem Jahr abgearbeitet. Das kennen Sie aber auch bereits aus anderen Mischfonds. 2022 hier sehr, sehr viel interessanter. Der erste Lackmustest für die klassischen 60-40, 50-50 Mischprodukte. Korrelation, Anleihen und Aktien im Gleichlauf. Das heißt, es gab im Jahre 2020 kaum einen Platz, sich zu verstecken. Wir haben hier im Endeffekt uns sehr, sehr gut geschlagen und dann Anfang 2024 der komplette Umschwung auf zyklische Sektoren und auf die Rohstoffe, welche letztendlich dann hier zu dem letzten Spike geführt hat. Im Endeffekt können wir uns über 4 Morningstar-Sterne und um 5 FFB-Fundstars freuen. Zu guter Letzt, und damit wäre mein Redeanteil im heutigen Webinar zu Ende, die Stammdaten zum Substanzwert. Dies ist die Retail-Anteilsklasse mit der WKN A12 BRG. Ich wiederhole, WKN Anton 12 Bertha Richard Gustav. Und ich gebe zurück an Markus und dann könnten wir vielleicht noch ein paar Fragen beantworten. Ja, danke Joachim. Vielen Dank. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit machen wir das nächste ganz kurz. Jetzt sind wir eher in der Vorstellungsrunde. Wer sind wir überhaupt? Die, die uns noch nicht kennen. Wir sind ein unabhängiger Asset Manager, der sich sehr, sehr stark fokussiert auf den institutionellen Bereich, aber auch im Privatkundensegment sehr, sehr stark wächst. Wir verwalten nahezu 600 Millionen an Kundenvermögen inklusive der Fonds. Wir verstehen uns als sehr, sehr wertorientiert und sachwertorientiert. Und insofern sind wir, so wie ich glaube, für diese Dekade, die hier vor uns liegt, in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt. Die Lebensläufe von uns beiden, die lasse ich mal außen vor. So, und ich darf ein Fazit ziehen des heutigen Webinars, der heutigen Webkonferenz. Das heißt, der Fonds, der sich in Reinform mit diesen neuen Herausforderungen beschäftigt, ist unser S&H Substanzwerte. Wie Joachim sagte, ein Mischfonds auf Sachwertebasis, der, ich denke, die richtigen Hebel in diesem Umfeld betätigt und der sich von den Wettbewerbern in der herkömmlichen Mischfondswelt abhebt, und zwar deutlich abhebt. Mir ist es und uns ist es viel wichtiger zu verstehen, dass wir als
als Kapitalmarktteilnehmer in einem gigantischen Umbruch agieren und der alles das, was wir für selbstverständlich halten, aus diesen 30 Jahren Anomalie konterkarieren wird. Neue Vermögen werden geschaffen, unheimliche Chancen liegen vor uns. Wir müssen sie nur sehen. Und als Value-Investor oder als bewertungsorientierter Investor geht einem das Herz auf, dass man Sektoren wieder in den Vordergrund rückt, die jahrzehntelang abseits lagen, die keinerlei Interesse fanden, die wachstumsschwach waren und die auf Bewertungsmalte gedrückt wurden, die es für uns sehr, sehr interessant machen, hier Investitionen zu tätigen. Das heißt, man kann es nicht groß unterstreichen, ich weiß, ich wiederhole mich, die Welt hat sich geändert, das tieflätzende Gedankengut muss aus unseren Köpfen. Wir sollten uns nicht gegen Rezession, gegen Deflation absichern. Wir sollten andere Self-Helfens ins Auge fassen, als die, die wir in unserer gesamten Laufbahn gewohnt waren. Und insofern ist das in weiten Teilen eine Kopfsache. Und ein Blick in die Historie hilft, wie Inflationszyklen in anderen Regionen dieser Welt und in unserer eigenen Geschichte abgelaufen sind. Ich weiß, Geschichte wiederholt sich nicht, aber Geschichte steckt einen Rahmen und zeigt neue Kausalketten auf. Und insofern geht es für uns darum, diesem Umfeld entgegenzutreten, die Chancen zu nutzen und aktiv, Joachim hat es erwähnt, aktiv diese Zyklen, die wirklich im großen Ausmaß vor uns liegen, zu managen. Das ist für das aktive Management eine große Herausforderung, aber auch eine gigantische Chance. Der Siegeszug der ETF-Welt, der Indexwelt, ist sehr, sehr stark darauf zurückzuführen, dass der oft erwähnte disinflationäre Trend ohne Störungen, ohne Gegenbewegungen über Jahrzehnte abgelaufen ist. Und jeder Rückschlag ein Kauf war, buy the dip. Und zwar buy the dip im Sinne von buy growth, buy tech. Und das hat zu einer, wie vorhin auch schon angedeutet, gewaltigen Konzentration gewisser Stilrichtungen und Sektoren in den Indizes geführt. Und ich wage die Prognose, dass wenn wir in 6-7 Jahren, also am Ende dieser Dekade, wieder auf die Indizes sehen, dann werden die Gewichtungen ganz anders sein, sich ganz anders darstellen. Kurzum, eine Riesenchance fürs aktive Management, eine Riesenchance auch für die, die am Kunden agieren von Ihnen, die aktiven Komponenten hervorzuheben. Und insofern glaube ich, wenn wir uns am Ende dieser Dekade wieder in diesem Rahmen treffen und jeder von uns kann behaupten, das Kapital erstmal real zu erhalten zu haben, dann war das ein großer Erfolg. Und wenn wir dann noch was draufgesetzt haben, ist es ein ganz großer Erfolg. Das heißt, der reale Kapitalerhalt wird in den nächsten Jahren in den Fokus rücken und man muss es nur erkennen und man muss den Kopf dafür frei bekommen, sich auf eine neue Herausforderung einzustellen. Letztendlich geht es um das, nicht um viel mehr. Die Investmentwelt wird nicht neu definiert, wird nicht neu geschrieben, aber die Einflussfaktoren haben sich massiv verändert. Vielen Dank. Ja, Kapitalmärkte im Inflationszeitalter. Wo stehen wir? Liebe Gäste, nun kennen wir die Sichtweise der beiden Referenten, denen ich an dieser Stelle ganz herzlich für die klaren und überzeugenden Worte danke. Im Chat, den jeder von Ihnen, meine Damen und Herren, rechts unten auf dem Bildschirm hat, da gab es eine Reihe von Fragen, die Herr Redler insbesondere schon teilweise antizipiert hat. Noch Fragen zum Vortrag. Mir ist noch aufgefallen, eine der Fragen lautete, ich glaube, die richtet sich insbesondere an Herrn Steinbeiß, was sind Ihrer Meinung nach die Hauptgründe für das wellenförmige Auftreten der Inflation? Haben Sie darauf eine Antwort? Das ist nicht monokausal, wie Sie sich denken können, Herr Reinhold, sondern da gibt es mehrere Einflussfaktoren. Einer der wichtigsten sind natürlich Basiseffekte. Wie wir alle wissen, ein Brot, das letztes Jahr 1 Euro gekostet hat, dieses Jahr 2 Euro kostet, hat eine Inflation von 100%. Wenn das nächstes Jahr unverändert ist, immer noch bei 2 Euro,
dann ist die Inflationsrate bei Null. Und das haben wir auch vorhin gesehen beim Preisindex oder beim Warenkorb, dass der zwar nicht mehr fällt, aber unterschiedlich schnell wächst und teilweise auch eine Phase lang konstant seitwärts läuft. Aber das hat natürlich Konsequenzen auch in der Geschichte, die geldpolitisch zu begründen sind. Das heißt, es war schon so, dass Notenbanken Inflationszyklen bekämpft haben über ihre Zins- und Geldpolitik. Und insofern hat diese Zins- und Geldpolitik natürlich konjunkturelle Auswirkungen im negativen Sinne mit entsprechenden rückläufigen Preisentwicklungen. Also um es kurz zu fassen, Basiseffekte, Geldpolitik und das Dritte, die veränderten Verhaltensweisen von Unternehmen auf der Investitionsseite und von Konsumenten auf der Ausgabenseite. Das sind so die Gründe für wellenartige Bewegungen, aber uns ist es wichtig hervorzuheben, wenn die Gründe für Inflation zyklischer Natur sind, dann ist es auch wieder vorbei. Beispiel, es gibt eine Unterbrechung der Öllieferungen, der Ölproduktion. Beispiel, die Straße von Hormuz wird über ein halbes Jahr geschlossen. Die Ölpreise explodieren. Wenn dieses Problem wieder beseitigt wurde und die Ölpreise wieder auf ihr altes Niveau zurückkehren, dann ist das ein transitory Effekt, wie es so schön heißt. Wir agieren aber in einem Umfeld von gewaltigen strukturellen Inflationstreibern. Wir hatten sie eingangs dieser Präsentation angedeutet. Und insofern macht uns das sehr, sehr konfident, dass dieses wellenförmige Muster uns in den nächsten Jahren begleiten wird. Und ich möchte darauf hinweisen, dass oftmals die zweite, dritte Welle größer ist als die erste. Einer unserer Gäste hat angemerkt, der hat sich die Performance ihres Fonds angesehen und fragt, wo kommt eigentlich die enorme Performance seit März dieses Jahres plötzlich her? Mögen Sie dazu noch ein paar Worte sagen? Soll ich, Joachim, oder? Ja, gerne machen. In dieser Phase kamen, wie wir alle wissen, Inflationssorgen wieder auf. Das heißt, die Inflationsraten sind weltweit, insbesondere im Westen, also ich spreche jetzt von USA und Europa, nicht mehr in dem Ausmaß rückläufig gewesen, wie wir das in den Vormonaten gesehen haben. Die Hoffnung auf schnelle, aggressive Zinssenkungen der Notenbanken wurden wieder revidiert, wurden einkassiert. Insofern ist das Higher for Longer Narrativ und das Narrativ von eventuell keinen Zinssenkungen mehr aufgrund des Wiederanstiegs der Inflation in den Vordergrund geraten. Mit anderen Worten, Inflationssorgen kehrten an den Markt zurück. Wir sind strategisch strukturell auf Inflation ausgerichtet über die Positionierungen im Rohstoffbereich, über die Positionierung in Infrastruktur, über die Positionierung im Edelmetallbereich. Das heißt, alle unsere Inflation Hedges haben begonnen zu wirken wieder und all die Sektoren und Unternehmen, die zinssensitiv sind, insbesondere im Growth-Bereich, haben am Kapitalmarkt gelitten. Hier sind wir nicht investiert. Und für uns war das wieder ein Zeichen, dass die strukturelle Inflationsausrichtung funktioniert und dass wir auch in dieser Phase deutliche Avancen generieren können. Und das ist das, was wir angemerkt hatten. Es sind riesige Chancen hier an den Kapitalmärkten. Und man kann sie ohne großen Aufwand, und es ist keine Rocket Science, man kann sie identifizieren, wenn man auf Bewertungen sieht. Und insofern überrascht uns die letzten Wochen nicht, aber wir freuen uns natürlich sehr darüber. Ja, liebe Gäste, der Zeit geschuldet nähern wir uns jetzt in ganz großen Schritten dem Ende Ihrer Konferenz. Wenn die beiden Referenten so lieb sind und Ihr Video deaktivieren, dann sehen Sie auf dem Bildschirm rechts davon zwei Visitenkarten bzw. die Visitenkarten der Referentin. Und diese sind eine nonverbale Aufforderung, mit den beiden Herren in Kontakt zu treten, nämlich per Mail oder auch gern per Telefon. Und die Präsentation, die Sie eben gesehen haben, die schickt Ihnen in bewährter Art und Weise die Kollegin Maren Elfert von D&R Investor Services als Konferenznachlese zu. Dann sollten Sie bestmöglich vorbereitet sein, mit Ihren Kunden abschlussorientiert und vor allem erfolgreich über den Investmentfonds S&H Substanzwerte zu sprechen.
Inflation ist und bleibt ein ganz böses Thema. Aber ich möchte Ihnen natürlich nicht vorenthalten, wie mir vor wenigen Tagen das Wort Inflation mit einem großen Augenzwinkern erklärt wurde. Mensch Junge, wurde mir gesagt, rechne doch einmal mit. Bier ist 5 Cent teurer geworden. Hört sich wenig an, ist aber auch ein ganzer Euro am Tag. Nun, mit diesem kleinen Schmunzler möchte ich schließen. Mast und Schotbruch für alle Ihre Kundengespräche. Toi, toi, toi für ganz viele Abschlüsse. Und natürlich immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. In diesem Sinne, tschüss aus dem Norden, Ihr Thomas Reinhold.